Findet ihr die Informationspolitik von PMDG eigentlich genauso seltsam wie ich? Ich meine damit deren Updates zu Entwicklungen für den MSFS. Der Inhalt und die Art dieser Posts gruseln mich gehörig und das direkt mehrfach. Veröffentlicht werden die Beiträge, um die es hier geht, von Robert Randazzo, das ist deren CEO. Vielleicht liegt es also nur an ihm, am Problem wird dadurch aber nichts geändert und besser macht es das auch nicht. Nehmen wir als Beispiel also das IFB, das für deren 737 entwickelt wird und später in andere Flieger einziehen soll. Seit es angekündigt wurde, hören wir in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen immer wieder davon. Etwas wirklich Substanzielles ist aber so gut wie nie dabei, ganz im Gegenteil sogar. Andauernd lesen wir darüber, dass die Entwicklung gut oder schnell voranschreite, man sich dem Ziel eines Releases nähere und immer mehr Fehler behebe. Konkrete Infos über den Inhalt, die Funktionalität, das Aussehen oder gar Bilder, die uns diesen Fortschritt zeigen, gibt es bisher allerdings keine. Werfen wir also einen Blick auf ein anderes Projekt, die 777. Besser wird es dadurch aber nicht. Auch bei diesem Projekt wird fast nie etwas Wichtiges veröffentlicht, sondern man wiederholt fast schon gebetsmühlenartig das, was wir eben beim IFB schon hatten. Weder das eine noch das andere Projekt haben wir demnach bisher in irgendeiner Form zu Gesicht bekommen, obwohl das schon häufiger angekündigt war. Also lasst uns zusammenfassen. Wir bekommen Infos. Irgendwelche Infos. Aber bringen die uns auch was? Spoiler, nein. Versteht mich bitte nicht falsch. Dass PMDG in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Development-Updates postet, ist nicht der Punkt meiner Kritik. Ganz im Gegenteil finde ich die Updates sogar sehr wertvoll, weil sie uns als potenzielle Kunden über den Status der Projekte auf dem Laufenden halten sollen, wir etwas zum Reden haben und das Thema aktuell bleibt. In diesem Fall allerdings reduziert sich das Finde auf ein konjunktives Fände, weil solche Updates aus meiner Sicht nur dann Sinn ergeben, wenn sie auch welche sind. Weil wir bei PMDG aber immer nur dasselbe hören und keine Hintergrundinfos erhalten, haben wir schlicht und einfach keine Ahnung, wie es um die Projekte wirklich bestellt ist. Viel schlimmer wiegt noch der Eindruck, nachdem es PMDG sogar egal sein könnte, ob wir das wissen. So wie im Moment jedenfalls kann man uns einfach irgendwas erzählen und wir haben keine Möglichkeit, das einzuordnen. Natürlich will der Entwickler uns bei der Stange halten und genauso natürlich wollen wir bei Stange gehalten werden. Wir wollen die Infos. Wir wollen die Fortschritte und wir möchten sehen, wie es um das Projekt bestellt ist. Aber dann postet doch bitte auch nur, wenn ihr wirklich was zu zeigen oder wenigstens konkrete Infos für uns habt. Oder provokativer formuliert, bitte hört endlich damit auf, uns mit diesem repetitiven Infobrei auf den Sack zu gehen. Die Zeit und Energie nämlich, die ich für das Lesen so vieler unsinniger und sich ständig wiederholender Beiträge verschwende, die ist an anderer Stelle besser aufgehoben. So viel dazu. Dummerweise ist das aber nur die eine Seite der Medaille. Leider erweckt die Realität nämlich immer öfter den Eindruck, dass man als Entwickler schon fast dazu gezwungen wird, dauerhaft denselben Brei zu veröffentlichen. Wenn man das nicht macht, könnte das Projekt sonst direkt von der halben Community für tot erklärt werden. Das war zwar nicht immer so, scheint aber leider immer mehr zum Trend anzuwachsen und führt dann zu reichlich unsexy Formulierungen wie denen von PMDG. Es kann nicht einfach die ganze Entwicklung in Form von Bildern oder Videos dargestellt werden. Versucht sowas zum Beispiel mal bei Coding. Okay, das geht schon irgendwie, aber sieht kacke aus und die meisten Leute können da vermutlich nichts mit anfangen. Also produzierst du halt diesen Infomüll, damit du überhaupt was Regelmäßiges hast und dir die Community nicht aufs Dach steigt. Mich persönlich nervt das vor allem deswegen, weil ich mich bei der Recherche zu den News durch so viel Schwachsinn arbeiten muss. Ich muss sehr viel mehr Aufwand als sonst betreiben, um den wirklich relevanten Kram rauszusuchen. Und ich muss das tun, denn andernfalls würde ich einfach nur irgendeinen Text vorlesen. Und das wäre weder für mich toll, noch für euch. Genau genommen sind wir also eigentlich alle zumindest etwas mitschuldig daran, wie die Dinge so laufen. Heißt aber nicht, dass das auch so bleibt. Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, das Boot in eine andere Richtung zu steuern, auch die Entwickler. Am besten fangen wir also direkt damit an.